Ja, dann müssen wir mit der Runde soweit fertig sein. Also hier kann ruhig was spawnen, das kommt nicht schnell genug zu uns ran. Tür ist beschädigt, okay. Du killst den Blip. Okay, Enter. Soweit, so gut. Resuming fire. Wir haben ja 3 Punkte gehabt. Jetzt müssen wir noch 2 haben. Und das ist eh nur einer. Jetzt haben wir noch 1 CP. Und der wird nicht zerschossen, okay. Er hier wird bald keine Munition mehr haben. Beziehungsweise nachladen müssen, was beides nicht sehr schön ist. Aber 5 CP, das ist okay. Also du warst der Hammer-Terminator. Das heißt, du kommst hier hin. Und je nachdem, wo du gebraucht wirst, blockst du den Weg. Gut. Ich glaube, ich stelle dich mal auf 4 Punkte, das ist übel. 1 Punkt, 2 Punkte, 3 Punkte. Ich könnte ihn für 3 Punkte dahin bewegen. Und dann in Overwatch gehen. Weil, ein Schuss, das ist übel. Ja, du lauf mal einfach geradeaus. Damit dir nicht andauernd hier irgendwas in den Rücken fallen kann. So, du läufst vor, damit du den Flammenwerfer versetzen kannst. Du schießt ein-, zweimal auf den da. Was ist das für ein Blubbelblasenzeug gewesen? Achso, das ist nur Deko. Okay. Overwatch. 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 Schon wieder da einer. Aber gut, wir wissen jetzt ja, Ablösung ist bald hier. Wusch, noch 4 Schuss. Erlebt, aber ihr müsst nicht so durch das Feld da gehen. Also 1, 2, 3, 4, 5. Du geh mal einen Schritt zurück. Du dreh dich mal nach da. Und geh in den Gartenmodus. Denn theoretisch kann er 1, 2, 3, 4, 5 und die da angreifen. Oder können die sogar schräg angreifen? Und das weiß ich gar nicht. Unbedingt im Auge behalten. Aber ich denke, der wird eh gleich sterben, wenn er dahin geht. So, ihr seid alle gedeckt. Du bist da, wo du sein sollst. Du bist da, wo du sein sollst. Du bist da, wo du sein sollst. Du musst jetzt nur noch bewegen. Du drehst dich bitte. Ein Punkt. Du gehst schräg dahin. Für noch einen Punkt. Und drehst dich dann leicht. Und wir brauchen jetzt nur 1 CP für Overwatch. So, 4 CP haben wir noch, dadurch wird der Blitter sterben. Und sonst brauchen wir gar nichts. Gut. Sind bei 75. Lebst du immer noch? Das war so nicht geplant. Eigentlich hätte er den Clown-Terminator angreifen sollen. War okay. Also er geht definitiv nicht auf das nächste Ziel. Er geht anscheinend auf das nächste lohnende Ziel, was er nicht so gut verteidigen kann. 2 CP ist zu wenig. Oh ja, sehr schön. Kommt was. Aber wir können mal dich einfach vorwärts gehen lassen. Dann müsstest du eigentlich schießen, tust aber nicht, weil die Tür da kaputt ist. Öffne die Tür. Und geh einen Schritt vor. Warum gehst du nicht einen Schritt vor? Ah. Hinten kommen ein paar mehr. Kannst du bis ganz da hinten hinschießen? Ja, sehr schön. Wusch. Der lebt, müsste aber durch 2 Flammen gehen, ist also eigentlich schon tot, ohne es zu wissen. Du gehst trotzdem mal in Defense-Modus. Nein. Nein, du gehst einfach nur in Defense-Modus. So, du gehst in Overwatch. Da oben kommt was, das ist okay. Overwatch. Overwatch. Du stehst da einfach rum, aber solltest so stehen, dass du dich möglichst schnell drehen kannst. Also so.
Hier unten ist nichts, richtig? Taktische Karte. Nichts Rotes, nö. Nur der da ist da, der verbrennt gleich. Und der Blip kommt gerade bis zur Decke da hinten. Oh, sehr schön. Also du... Ich verbrauche mal ein paar Punkte, genau. Taking position. Du gehst jetzt wieder weg. Du gehst da hinten hin und drehst dich um. Yes, my lord. Obwohl, stopp, nein. Da von da gerade eh keiner kommt, gehst du gleich mal da hin, öffnest die Tür, damit später die Leute besser zur Hilfe kommen können oder du schneller fliegen kannst. So. 4 CP. Brauchen wir definitiv nicht. Du... 2 vor. Sonst alle soweit in Overwatch oder Guard. Goodie. Speichern. Also, Runde beenden. Target. 3 Stück. Sehr schön. Je mehr tote Jeans, desto besser. Und das da ist einfach nur eine Killzone. Da kommt nichts durch. Viermal schießen können und immer mindestens 2 CP als Ladehemmungs-Endhammer. Da kommt nichts durch. Jo. Kaputt. Von unten kommt was, aber inzwischen haben wir genug Platz hier in dem Gang. Das heißt, der dreht sich gleich um und geht in Overwatch. Und das war's schon. 5 CP. Sehr schön. Du. Schieß. Nein, nicht dein. Schießen. Schießen. Overwatch. Overwatch. Da kommt was. Du drehst dich um. Gehst in Overwatch, auch wenn du nur einen Genestealer umbringen kannst später. Und wenn er explodieren sollte nach dem Nachladen, geht hier nichts drauf, was wichtig wäre. Sehr gut. Du. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, bist sicher. Kannst dich umdrehen. Und in Overwatch gehen. Du. Overwatch. Du. Gehst dahin in Overwatch. Vorerst. Später weiß ich noch nicht, wie ich das im Raum hin und her schiebe. Genau, Overwatch. Wir haben noch 4 CP. Du hast jetzt eine lange Zeit nichts zu tun und du auch nicht. Aber das ist dann halt so. 4 CP haben wir jetzt über, aber damit können wir nichts anfangen. Jo, end turn. Du wirst es schaffen, zu ihm zu kommen. Du wirst da in den 4 Zügen niedergemäht. Also wir haben sehr, 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 sehr viel Pech. Und daran wird es jetzt hapern. Wir haben uns jetzt gleich so eingebunkert, wie ich es gerne hätte. Wie es auch ziemlich gut ist, muss ich sagen. Das Einzige, was uns dennoch ein Problem machen kann, sind die Würfel. Wenn wir einfach zigmal Einsen würfeln oder was weiß ich. Oder wenn die Soul Cannon explodiert. Aber wir haben auf der Seite, glaube ich, keine andere Deckung nach Süden. Gib mir mal Zug, ja. 4 CP ist okay. Du. Geh mal rückwärts. Nicht so. Geh mal rück. Warum kannst du nicht mehr rückwärts gehen? Ah, okay. Das gefällt mir nicht. Machen wir erstmal hier alles. Du. Schieß. Und schieß. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jo, gehst in Overwatch. Brauchst theoretisch auch keine CP, weil selbst wenn du eine Ladehemmung hast, dann tötest du ihn halt nächste und übernächste Runde. Also in unserer nächsten Runde oder in seiner nächsten Runde. Du. Overwatch. Ihr beiden macht nichts. Du. Gehst in Overwatch. 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 Ja, wir haben jetzt mehr als genug Punkte über. Weil es werden zwar die da und die da in Sichtweite von Terminatoren kommen, aber sie werden nicht schnell genug rankommen können. Das heißt, wir können auch nächste Runde noch schießen. Also gehe ich mit dir nochmal einen Schritt zurück. Und wieder in Overwatch.
und habe dann drei Felder, wo ich auf die schießen kann. Und du drehst dich sicherheitshalber mal nach da. Und gehst in Guard-Modus. Das müsste es gewesen sein. Ja. Gucken wir mal. Ich denke, wir werden gleich sterben im Kugelhagel von dem da. Ja. So, ein Dreier-Blip, sehr schön. Mehr Kills für uns. Hm, wir haben noch zwei oder einen. Oh, da kommen ein paar mehr. Vielleicht geht er gleich mal ein, zwei Schritte zurück. Stimmt, der könnte einen Schritt nach hinten machen. Der geht einen Schrägschritt nach vorne, dreht sich nach links und flambiert den ganzen Gang. Das ist echt praktisch, wenn man so viele Terminatoren in dem Raum da hat. Dann kann man dieses Hin- und Her-Schiebspiel spielen und je nachdem, was gebraucht wird, stellt man das zu den Türen. Würfel von CP ist bei... Komm schon. 2. Nö. 6. Mohahaha. Okay. Nam nam nam. Dreimal schießen. Wir könnten ein Feld zurückgehen. Den kann er aber später nicht mehr ein Feld zurückgehen. Und dreimal schießen müsste eigentlich reichen, oder? Zumal wir jetzt noch zweimal schießen können, bevor wir in Overwatch gehen. Das probiere ich mal. So. Drei Felder. Dreimal schießen. Das muss hinhauen. Das geht nicht anders. So, du machst das gleiche Spiel. Obwohl, warte mal. Flammenwerfer testen. Ja, braucht wirklich nur zwei, um einmal schräg zu gehen und sich zu drehen. Also du gehst mal einen Schritt zurück. Du gehst mal dahin und drehst dich. Gehst mal dahin und drehst dich. So. Und jetzt musst du hundertprozentig sicher gehen, dass du nicht stirbst. Das ist nicht hundertprozentig sicher. Der vordere Jeanstealer könnte überleben und in der nächsten Runde... oder der nächsten Runde einfach um das Feuer rumgehen. Nämlich dahin und dahin. Also mache ich, glaube ich, sogar lieber das hier. Auch wenn wir den da hinten da nicht erwischen, aber... Pff. Wie gesagt, ich kann damit leben, nicht die maximale Anzahl der Gegner zu töten. Ich kann nicht damit leben, Einheiten zu verlieren. Du gehst in Overwatch. Du gehst in Overwatch. Du gehst in Overwatch. Du gehst in Overwatch. So, einziger Haken dieser Runde. Er hier. Wenn er jetzt dreimal daneben schießen würde, dann haben wir ein Problem. Aber ja, man kann immer mal Pech haben. Entern. Wir haben richtig viele CP für Ladehemmung. Aber jetzt komm. Zeig mir schnell einen Toten und dann ist gut. Ihn verbrennst. Ihr lauft jetzt aber nicht absichtlich in das Feuer rein, ne? Ladehemmung. Oh, das war viel zu nah dran. Komm. Drei Ladehemmung schon. Nee, ne? Das hätte echt in die Hose gehen können. Wir hätten echt noch vorher ein, zwei Mal schießen sollen, bevor wir in Overwatch gehen. Aber ja, hinterher ist man immer klüger und so. Na komm, er bewegt sich nicht. Okay, 4 CP sind völlig in Ordnung. Du gehst schon mal in Overwatch, weil von da eh nichts gerade kommt. Du schießt zweimal auf den. Nee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja. Hier ist dein Overwatch. Kannst du da hinten was verbrennen?
Ja, kannst du. Swoosh. Machst du mal einen Schritt zur Seite?